hast du bestimmt jetzt wieder irgendwas hinter irgendeinem Baum versteckt. Oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, dass ich das nicht auf Anhieb finde. Das ist merkwürdig, dass ich hier so weit reinlaufen kann. Wieso kann ich da nicht hoch? Hier hat er uns ja vorhin hin teleportiert. Oh! Ach nee, von da. Ja, richtig, genau, von da kam er ja. Ich bin ja direkt durchgelatscht, genau. Ja, jetzt bin ich wieder im Bild. Das heißt, hier muss ich irgendwas übersehen haben. Aber, oh, dieses Gehölz ist wirklich sehr dicht, muss man sagen. Ja, das stimmt. Woran erkennen wir eigentlich die Kräuter? Gute Frage. Es wird ja wohl kaum ausgeschildert sein. Super. Naja, sehen wir uns erst einmal um. Toll. Das ist eine super Hilfe. Toll. Irgendwas Grünes. Einen grünen Wald finden. Nichts leichter als das. Tja, und hier? Genau, hier sind wir eben hin teleportiert worden. Können ja dann nur diese komischen Dinger hier sein. Das Ding oder das hier. Na, das hier glaube ich nicht. Hier ist Gold. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hier oder das da oben. Nein, auch nicht. Ich gehe jetzt mal systematisch durch. Das können ja eigentlich nur diese Kräuter sein hier. Freunde, es tut mir leid, wenn es ein wenig langweilig ist, aber ja, wenn man nicht weiß, wo lang es geht, muss man suchen und suchen und suchen und ja, bis man es gefunden hat. Und nein. Hier sucht man ein wenig länger. Dabei nicht, nein. Moment mal, ich bin ja schon wieder woanders. Ja, wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Hä? Moment! Wie bin ich denn jetzt hier hoch? Ach, gucke mal an. Ein kleiner Grafiktrick hier, oder? Tja, also ich weiß nicht. Bin ich auf der richtigen Taktik oder bin ich nicht auf der richtigen Taktik? So, hier bin ich jetzt vorne wieder. Das heißt, jetzt gehen wir mal eine Ebene höher. Dann nicht. Ja gut, hier sind ja nicht mal allzu viele. Ja, da waren wir ja eben schon. Lustig, wie die Kleinen mir da immer folgen. Die Helen und der Alex. Gut, die waren es nicht hier, also jetzt noch eine Ebene höher. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Spiel hier mit der Schlange. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Spiel heißt, aber da hat man dann eine Schlange, die muss man halt steuern und je mehr die Schlange frisst, desto länger wird die. Und die Schlange darf sich nicht in den Schwanz beißen, sonst ist das Spiel beendet. So ungefähr hört sich. Naja, okay. Ich möchte das Spiel hier nicht verunglimpfen. Es ist nur lustig. Achso, das war hinter dem Baum hier. Ja. Hinter welchem Baum? Hinter dem Baum. So, also, ich hoffe mal, meine Taktik geht jetzt hier auf. Das muss es sein. Nein! Oh, wieder fünfmal dran vorbeigelaufen. Ich habe eben noch gedacht, was ist dieses
das muss es sein. Wie kommst du darauf, Alan? Bist du neuerdings ein Biologe? Alex, dafür muss man kein schlauer Mensch sein. Ja, genau. Dieses Kraut hier steht anders als, sieht anders aus als jedes andere hier. Aber wir sollen nur mit einer Pflanze eine ganze Welt. Aber wie sollen wir mit einer Pflanze die eine ganze Welt heilen? Ich bin irgendwie total von der Rolle. Diese Pflanze reicht woanders als die anderen. Riecht so anders als die anderen. Liegt es vielleicht daran? Das kann sein. Gut, die haben wir aufgenommen und unser Teil endet jetzt hier, Freunde. Wir sehen uns also damit im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW 18. Adieu.